Es geht um Arthrosefakten. Warum kann ein künstliches Gelenk genauso wehtun? Wie kann das denn sein? Wie kann ein künstliches Gelenk, was aus Keramik besteht und Blech und Plastik, genauso wehtun wie das Originalgelenk? Schließlich ist es ja so, dass deswegen die ganzen Operationen gemacht werden. Die ganzen Operationen, 95% davon, wo künstliche Gelenke eingebaut werden, werden wegen der Schmerzen eingebaut. Und dann tut das danach genauso wie vorher. Da dreht sich doch alles rum. Aber es kann wirklich sein und es ist auch herkömmlich gar nicht aufzudröseln, warum das so ist, weil man macht ja die Operation, um das alte Gelenk zu entfernen, weil man denkt, das wäre der Grund für den Schmerz, baut ein neues ein und dann tut es genauso weh. Das ist herkömmlich gar nicht erklärbar. Wir können es, übrigens ist ja auch drin beschrieben, warum, wir können es erklären, wodurch es zustande kommt. Einfach dadurch, dass wir wissen, dass die Schmerzen bei der Arthrose nicht von der Arthrose kommen, sondern dass die Schmerzen verursacht werden durch die zu hohen Spannungen der Muskeln und der Faszien. Und wenn jetzt ein künstliches Gelenk eingebaut wird, dann ändert es ja nichts an der Spannung, vielleicht vorübergehend, aber früher oder später oder auch direkt danach tut es wieder genauso weh wie vorher, weil die Spannungen außen herum wieder genauso groß sind. Und dann projiziert das Gehirn einen Schmerz dorthin, wo eine Bewegung vermieden wird, die diese Arthrose verschlimmern würde, das kommt vom Gehirn und nicht vom Gelenk und deswegen ist das die Erklärung. Und wie kriegt man nur den Schmerz weg? Ob das neue Gelenk oder das alte Gelenk, also das künstliche oder das biologische, noch drin ist, indem man einfach die Spannung beseitigt. Und wenn die Spannungen normalisiert werden, der Muskeln und der Faszien, dann ist der Schmerz weg und dann könnte sich in den meisten Fällen dieses Gelenk, was Arthrose hat, auch wieder von der Arthrose erholen und wieder aufbauen. Auf jeden Fall, das ist der Grund. Und diese Informationen bitte weitergeben an alle, die mit den Gelenken Probleme haben, vor allen Dingen die, die sich operieren lassen wollen, denen das erklären, denen das Buch empfehlen. Da steht alles drin. Selbst bitte das Buch euch kaufen. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre über 400 Videos ins Internet gestellt, damit diese ganzen Sachverhalte immer mehr nachvollzogen werden können von euch. Bitte teilt auch dieses Video, versendet es weiter, schreibt Kommentare, markiert eure Freunde, weil es muss einfach dieses Wissen verbreitet werden. Es leiden viele Menschen umsonst, völlig umsonst und man könnte ganz, ganz viele vor einer Operation bewahren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.